Willkommen zum zweiten Teil der Fortsetzung Angeln in Zwillbrock 2019. Zu Beginn habe ich wieder die auftreibende Montage gefischt. Eine Teilkombi aus schwarzbraunem Teig mit einer Bienenmade mit einem 5 bis 6 Meter langen Vorfach. Sollte eigentlich ein ruhiger, erholsamer Urlaub werden in Zwillbrock. War wohl nix. Ich konnte sogar beim Grundangeln auftreibend eine höhere Bissfrequenz feststellen, wie auf dem geschleppten Teig zuvor. Fische bei dem Drill mit dem langen Vorfach dahin zu bekommen, wo man sie gerne hätte, ist gar nicht so einfach. Und der nächste Biss wieder auf Grund, wieder auftreibend, alles beim Alten. Die Forellen haben wirklich klasse gebissen in den 5 Tagen, jedoch war es mit den Stören wirklich sehr, sehr zäh.
Super, gerade die Hände eingecremt mit Sonnencreme und jetzt beißen die Forellen wieder. Einer der wenigen Fehlbisse, die ich vom Grundangeln hatte. Wieder so ein extrem vorsichtiger Anfasser. Mal schauen, ob es ihn diesmal nimmt. Na was jetzt? Ja oder nein? Zieht sie nicht. Noch ein bisschen warten. Aber jetzt geht sie los. Also echt, die Bisse waren teilweise so schwierig zu erkennen. Kein richtiger Schnurabzug, nur minimales Anwippen der Schnur. Am meisten Sinn macht es in so einem Fall, dass man die Rute in die Hand nimmt, ein wenig Schnur einkurbelt und dann direkte Fühlung zum Fisch aufnimmt.
In dem Fall brachte es dann auch den erhofften Fisch. Das sind mit Abstand die besten Bisse, wenn sie ordentlich Schnur nehmen und der Bissanzeiger richtig schreit. Aber wieder eine von der vorsichtigen Truppe und hat dann den Köder rumgespielt. Auch hier musste ich wieder Fühlung aufnehmen, um zu gucken, ob der Fisch den Köder genommen hat. Teilweise kann man auch die Bisse schlecht erkennen, wenn die Fische den Köder nehmen und auf einen zuschwimmen. Dadurch hat man auch keinen richtigen Schnurabzug auf der Rolle und die Bisse erscheinen als sehr vorsichtig. In dem Fall ist jetzt die Forelle einmal unter meiner Grundrute hergeschwommen und um Turtel zu vermeiden, werden einfach gerade die Ruten übereinander gelegt und die Feederung hat sich von alleine gelöst. Ich weiß nicht, warum hier rechts und links neben uns noch keiner steht.
würde bei uns sowieso nicht passieren. Das würde nicht weiter am Steg schon stehen. Ich glaube, da muss ich gleich mal beschweren gehen. Sag ich mal, alle. Nee, ich muss mir meine Brille beschweren. Ich habe mich dann auch beim Andi noch bitterböse beschwert, dass die Forellen viel zu groß sind und immer so gut beißen bei ihnen. Sarkasmus Ende. Ich glaube, man braucht die Forellen zum Räuchern. Dann fängst du nur Lachse. Die Mama freut sich schon. Hey, wie? Ming Frau, nur Blödsinn im Kopf, wenn man nicht aufpasst. Ich muss unbedingt, dass er hinhält. So lieben wir das. Ein richtig schönen Full Run. Nicht, dass einer denkt, dass ich meinen Angelkollegen neben mir auf zur rechten Seite habt umsterben lassen. Ich habe denen sogar den Vorschlag gemacht, sie mögen auf die linke Seite der Hütte stellen und auch dahin werfen, wo ich quasi die Fische rausziehe. Aber wie gesagt, es war kein Interesse vorhanden und dann kann man auch nicht mehr wie helfen. Diesmal fische ich aber jetzt als Grundroute eine Masterpiece mit einer Shimano Stradic GTM mit Kampfbremse. Und das ist ein Masterpiece Method Feeder in der Länge von 3,67 Meter. Die Route fische ich aus dem Grund so gerne, weil sie eine relativ parabolische Aktion vorne hat und Fluchten wunderbar abfedert. Thank you.
Scheinbar hat die Forelle nach einer kurzen Attacke den Köder wieder losgelassen. Dann warten wir noch ein bisschen. Na jetzt aber, volle Attacke voraus.
gewartet, bis wir fertig waren. Mit dem Abendessen natürlich. Nicht, was ihr schon wieder denkt. Kann man auch gut sehen, dass ich gar nicht richtig anhaue, sondern den Fisch nur in die Schnur laufen lasse.
Was für ein schöner Anblick, wenn ein großer Stör aus dem Wasser springt. Herrlich. Neuer Tag, neues Glück, frisch gestärkt mit Frühstück und einem leckeren Kaffee zum Morgen beginnt wunderbar der neue Tag. Hier blende ich euch zur linken Seite den Fang vom Vortag ein. Alle wirklich komplett auf Grund gefangen, keine geschleppt, das ging wie das Brezelbacken. Die Ruten stelle ich mir abends immer oben gegen den Querbalken vom Dach. Da stehen sie besser wie unten am Wasser, beziehungsweise falls es nachts stürmisch wird, können sie oben am Haus nicht umfallen. Für mich ist der Aufenthalt in Zwillbrock oder generell beim Angelurlaub immer die richtige und beste Art zu entschleunigen. Ungelogen, das war mein erster Wurf am neuen Morgen. Das fängt hier schon wieder super an. Der erste Wurf, erster Biss, erster Fisch. Yeah.
war keine 5 Minuten neu ausgelegt. Weg, fehlt es Nummer 2. Hier versuche ich jetzt mit einem Mirax 50 an dem langen Vorfach mit dem Spiro eine Forelle an der Oberfläche zu kriegen. Erstmal schauen, wo der Schwarm sich wieder rumtreibt und dann gezielt überwerfen und beischleppen.
Da war auch schon der erste Biss. Leider verhauen. Einige Bisse hatte ich noch auf den Trautjara Mirax 50, aber es waren nur Fehlbisse und somit wechselte ich wieder auf Schleppteig. Auch hier habe ich wieder den Schwarm genau angeworfen, drüber geschleppt und man kann eigentlich davon ausgehen, dass man bei 10 Würfen in den Schwarm mindestens 8 Bisse kriegt. Auch hier hat es wieder geklappt. Die Forelle hat den Köder direkt genommen, als ich am Schwamm vorbeigezogen habe und sie hängt.
Der Kaffee hat genau die gleiche Temperatur wie im Büro, immer kalt. Hier kann man rechts von meinem Steg den Schwarm mit den Forellen sehen. Sie kamen teilweise bis 15 Meter ans Ufer ran. Ein gezieltes Anwerfen war auch nicht ganz so einfach, da wenn man die Forellen gesehen hat und sie anwerfen wollte, waren sie meistens schon 10-15 Meter weiter weg.
Thank you.